Hallo, ihr Lieben. Ja, da bin ich. Ich finde endlich mal Zeit. Das liegt hier schon bestimmt etwas über eine Woche, anderthalb Wochen. Aber ich durfte eine Kooperation mit One Day Saving machen. Und zwar, die bieten ja Diamond Paintings oder Malen nach Zahlen. Bieten die an. Und ich habe mir Diamond Paintings ausgesucht. Drei Stück habe ich mir ausgesucht und ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, ein Vollbild, ein Teilbild mit so Strasssteinchen, so ein Strassbild und was das war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich möchte euch das jetzt einmal zeigen und wie gesagt, das ist Werbung wegen Markennennung. Ich habe das kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und ja. Wie gesagt, schaut mal rein. Die haben unendlich viele Sachen und so traumhaft schön. Ihr glaubt es nicht. Also wirklich so, so schöne Sachen. Und ja, ich stelle euch das jetzt mal vor. Und zwar, ich fange mit diesem hier an, weil das hier, das habe ich schon oft gemacht, das klebt da ein bisschen. Ja, und mein Kater dreht gerade wieder völlig durch hier. Mal gucken, ob wir das einmal hinbekommen. So, das ist verpackt wie überall. Und zwar habe ich mir einmal dieses Katzenbild hier ausgesucht. Und zwar, ich lege es mal so hin. A cat is not just a cat. Here is a sanity. Here is happiness. Here is a teacher. Here is a therapist. Here is a best friend. Ja, das stimmt total. Und zwar habe ich mir das ausgesucht, weil diese Katze sieht original aus wie mein Balu. Oder fast. Also, wenn es hinterher gepaintet ist, es sah wunderschön aus. Ja, also ich guck mal, wie das Bild so klebt. Oh, das klebt aber sehr stark. Also es ist wirklich eine gute Qualität, wie ich das so jetzt beurteilen kann. Dann hat man hier wie immer das Schiffchen mit dem Wachs und das dazugehörige, den Paintingstift. Den benutze ich auch. Ich habe zwar auch noch andere, brauche ich aber nicht. Und hier haben wir die dazugehörigen Steine. Ich schau mal, ich versuche mal, ich mach die mal auf, dass wir uns die Steine mal ein bisschen genauer angucken können. So, alle in einer Reihe. Das sieht ja schön aus. Also hier steht dann auch immer drauf. Muss ich mal eben einmal gucken. Genau, die Nummer vom Bild, damit man das auch wieder zuordnen kann. Das finde ich sehr gut. Hier ist die Nummer A4850 und das steht halt auch auf den Päckchen drauf. Das finde ich sehr gut. Und dann haben wir sozusagen hier unten die Nummer. Also das Rosane ist zum Beispiel die 223. Das sind dann die DCM. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ja, da schaut. Und ja, die 310 ist schwarz. Das weiß ja mittlerweile jeder. Und hier sind dann die Farben. Das stimmt natürlich. Und hier ist es dann auch noch drauf geschrieben. Ne? Das ist eigentlich ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Hier ist auch noch mal die Größe des Bildes drauf. Finde ich auch total cool. Braucht man jetzt eigentlich nicht. Aber warum nicht, ne? So, jetzt habe ich den Kladderadatsch hier. Also die ganzen Tüten, die man so braucht. Die Steine sehen auf den ersten Blick total gut aus. Also ich bin begeistert. Und das ist wirklich nicht teuer dort, ne? Also die kosten im Schnitt so vielleicht die Bilder um die 5 €, Dollar, Entschuldigung, um die 5 Dollar, 6 Dollar, je nachdem. Also, das ist schon mal cool. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall noch mal reinschauen, weil oh, das klebt aber hier wie Hulle. Also, da werde ich definitiv noch mal reingucken, weil, wie gesagt, die haben so traumhaft schöne Motive.
Ich glaube, ich habe 3 Tage gebraucht, um mich zu entscheiden, welche ich denn nun nehmen soll. Genau, dann gucken wir mal hier rein. Da weiß ich, was das ist. Und zwar ist das hier dieser Wichtel. Den werde ich auch machen. Und dann denke ich, kommt der. Der hat eine richtig schöne Größe. Der kommt dann in die Küche, denke ich mal, an den Küchenschrank. Und auch den schauen wir uns einmal an. Und ich denke, ich werde das hier mal mit euch zusammen machen. Im zweiten Video. So ein bisschen painten, damit ihr seht, wie die Qualität so der Steine ist. Ja, hier habe ich mich für ein Strassbild entschieden, weil ich dachte, ja, ich mag Strass, ich mag Bling Bling. Und deswegen habe ich mir hier die Bilder, also die mit Strasssteinchen ausgesucht. Hier sind sogar noch, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, sind sogar noch kleine Tütchen bei, um die Strasssteinchen da, diese offenen Päckchen da reinzumachen. Ist auch immer gut. Weil so eine angerissene Tüte hier rumstehen zu lassen, ist natürlich auch nicht so der Brüller, ne? Gerade bei Katzen oder so ist das nicht so gut. Das finde ich sehr gut. Und hier, auch hier, oha, das klebt sogar noch besser als das vorige. Also ist der Hammer, wirklich der Hammer. Und das Bild ist einfach richtig schön. Ich finde es richtig toll. Oh ja, da hätte ich richtig Lust, gleich loszulegen, loszupainten. Und bei diesem Bild, ich glaube, da werde ich euch mal mitnehmen und mal zeigen, wie so, wenn hier das erste Stück entstanden ist oder so, wie die Qualität ist, wie das aussieht, wenn es hinterher fertig ist, ne? So, dann habe ich, einmal das. Dann gucken wir auch hier einmal rein und schauen uns die Steine nochmal an. Ich finde, so in dem Päckchen kann man das immer ein bisschen schlecht erkennen. Oh, sind die krass. Die funkeln aber. Oh, mein lieber Scholli, das ist ja echt hübsch. Und auch hier steht dann, GT209. Nee, das ist, das ist wieder die Bezeichnung des Bildes. GT209, ja, da. Und hier sind dann die, genau. Aber, muss ich mal gucken, 5. Ja, das ist dann hier, genau. Päckchen Nummer 1 ist dann hier mit der Nummer 1. Da muss man ein bisschen schauen, weil da steht die Nummer nicht drauf. Die DCM wäre 83, die steht aber auf dem Paket nicht drauf. Schauen wir mal, was ist denn das hier? Dieses, das hier zum Beispiel. Das hier ist alles das erste. Und zwar dieses, ja, diese Farbe. Okay. Ach, hier sind dann ein paar größere Steine noch dazwischen. Das ist Upsala. Ist ja auch interessant. Was haben wir denn hier? Das ist 12. Ah, der grüne. Diese großen Poller hier. Das wäre dann zum Beispiel in Türkis. Ah ja. Okay. Ja. Ist doch ganz gut zu verstehen. Erst dachte ich, war ein bisschen verwirrend, aber ich denke, es geht. Auch das packen wir mal eben wieder weg. Also den Wichtel werde ich auf jeden Fall als erstes machen, damit ich den noch jetzt zum Herbst, ich meine, wir haben den 4., dass ich den noch mit aufhängen kann oder dass ich den jetzt zur Herbstzeit noch mir hinhängen kann, dass ich ihn angucken kann. Ne? So, und bei dem letzten weiß ich, dass es auf jeden Fall auch etwas mit Weihnachten zu tun hat, weil ich mich schon vorher schon, ja, ich wollte etwas Neutrales, etwas für den Herbst und etwas für Weihnachten haben. So viel Zeit habe ich jetzt nicht, als dass ich das, da habe ich auch, ja, so ein, so ein Kranz habe ich da, so ein Bild.
genau, auch so ein Strassbild. Und ja, das ist auch richtig, richtig schön. Wow. Und da sind auch noch mal so andere Formen bei. Hier so Tropfen zum Beispiel. Hier, schaut mal. So Tropfen sind dabei und große Runde. Und ja, cool, sehr cool. Finde ich sehr schön. Und auch da gucken wir uns einmal die Steine an. Entschuldigung. Bin momentan etwas gestresst. Bin momentan in der Reha. Wegen meiner starken Schmerzen immer momentan, die ich ja im Rücken habe, schon seit einem Jahr. Dann läuft das jetzt gerade mit meinen Kerzen super. Und jetzt noch die Kooperation. Ich freue mich natürlich, dass es vorangeht. Aber es ist natürlich auch immer viel zu tun, ne? Schaut mal, hier sind so diese Steinchen dabei. So Tropfen. Hier auch noch solche Tropfen. Hier dann so große Runde. Oh, da kriege ich direkt Lust zu painten. Da habe ich direkt Lust, jetzt sofort loszulegen. Wow. Auch die Kristallklaren, die funkeln so schön. Das sieht so schön aus. Wow. Ich bin begeistert. Also wie gesagt, schaut rein. Alles Nötige ist in der Infobox unten verlinkt. Es ist One Day Saving, heißt der Shop. Und auch die Bilder sind auch unten in der Videobeschreibung, also in der Infobox, findet ihr alle weiteren Informationen, die ihr braucht. Auch die Links zu diesen Bildern, ihr werdet alles unten in der Infobox finden. Ja, ich freue mich. Ich hoffe ja, dass die vielleicht mich noch einmal einladen werden und ich vielleicht noch mal eine Kooperation mit denen machen darf. Ansonsten werde ich auf jeden Fall Bilder noch kaufen, weil wie gesagt, die sind nicht teuer und die sehen einfach super aus. Ja, falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, schaut rein bei One Day Saving, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, Abo auch gerne. Wie gesagt, demnächst kommt noch mehr, auch von One Day Saving. Zeige ich euch hier, wie die Qualität so ist. Ja, ich freue mich. Bis dahin habt erstmal einen schönen Restsonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder auch Samstag, wann immer ihr das Video seht. Und bis dann. Tschüss.